Jetzt heißt es marschieren. Easy walk, no need to worry about. Der Wille entscheidet. Ich habe semi-gut geschlafen. Jetzt heißt es marschieren, mein erstes Mal marschieren. Rucksack auf, der ist gepackt, der wiegt jetzt bei mir 15 Kilo. Dafür habe ich zu Hause trainiert und jetzt wird es angewendet. Gucken wir mal. Easy walk, no need to worry about guys trapping behind, it's gonna be easy. Das wird so um und bei 2 Meilen. Als ich das letzte Mal gehört habe, 3 Meilen sollten es sein, waren es am Ende 6. Jetzt geht's los. Schauen wir mal. Not too easy, but not too hard either. Geht steil bergauf. Ja. Nicht steil, medium. Aber wenn es so weitergeht, bergauf in dem Schritt, dann wird es doch ein bisschen anstrengend. Ja, es geht nur bergauf. Ja. Lass es motivieren, Hans. Vielen Dank. Ja, wieder gerne. Richtig. Ja, guck mal, was das wird. Falls mal irgendwas passiert, Schlangenbiss oder irgendwas, ist immer ein Sandcar dabei. Das heißt, falls was ist, kann auch sofort eingegriffen werden. So, kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Is it just hard for me or is it hard for you as well? It's hard. Very hard. Immerhin sagt das mal. Immerhin sagt das mal. So, das ist genau das, wofür ich zu Hause trainiert habe. Und auch genau das, wofür das KSK steht. Nämlich selbst wenn man keinen Bock mehr hat, so wie ich jetzt, immer noch durchzuziehen. Das Geile ist, der Kälter zieht nicht. Ich folge einfach seinen Füßen. Hans neben mir, motiviert. Und dann geht es von ganz alleine. Der Wille entscheidet. So ist es. Oder das Knie. Ja, ich mache es. Da unten im ja, Mann, was meinst du, erstes Gefühl, wird's wieder oder ist es jetzt richtig scheiße? Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Das ist das, wovor ich natürlich auch die ganze Zeit Angst habe, irgendeine scheiß Verletzung. Das ist natürlich totaler Mist, ne? Es ist morgens wirklich aufstehen, Ultrasport machen für eine Stunde. Das ist nicht easy. Die Knie zittern, die Beine zittern. Es tut auch hier und da was weh, es zwickt, aber alle halten durch. Übrigens habe ich meinen Rucksack auch vielleicht ein bisschen zu voll gepackt. Da habe ich mich vielleicht leicht selbst überschätzt. Der ist auch komplett nass. Im Busch trocknet die Wäsche nicht allzu gut. Und deswegen versuchen wir jetzt die Sonnenstrahlen auszunutzen, um hier eine Wäscheleine zu spannen. Sowohl auch von medizinischer Sicht ist es wichtig, trockene Sachen zu haben, einfach von der Haut her. Deswegen ist es wichtig, dass die Sachen wirklich trocken bleiben. Jede Klimazone ist seine eigenen kleinen Problemchen. Also eine Wäscheleine kriegt hier eine ganz andere Bedeutung. Ich bereite jetzt gerade noch meine letzten Klamotten vor. Die Jungs kriegen jetzt gleich ihre Waffen ausgehändigt. In der Zeit schnappe ich mir noch meine Kamera und dann begleite ich die in ihrer taktischen Ausbildung. Leider kann man davon nicht alles zeigen, beziehungsweise einen Großteil nicht zeigen. Und mal gucken, was überhaupt geht. Und deswegen gehe ich auch nur alleine mit. An dieser Stelle ab zur Waffenausgabe und ich hole mir meine Kamera. Heute ist der Tag, an dem wir Grundlagen machen mit den Jungs. Taktiken, Grundlagen, Patrolling. Wie verhalte ich mich im Dschungel in verschiedenen Lagen? Ganz normales Basic-Training, wie gelange ich von A nach B. Und da ihr der Feind seid, dürft ihr das alle nicht sehen. Okay, und da es da um Taktiken geht und Taktiken generell nicht preisgegeben werden, seid ihr da heute raus. Wenn die Jungs ihre Waffen kriegen, habe ich meine Kamera fertig gemacht. Und jetzt geht's gleich los in Sachen Taktik. Da bin ich mal sehr gespannt.
habe jetzt dabei einmal mein Chestrig mit Magazin, Zahnausstattung, Funkgerät. Ich habe meine Waffe natürlich dabei. Jawohl. Einmal das G36, KA4 und meine P30. Die Jungs sind jetzt fertig mit ihren taktischen Übungen. Es war auf jeden Fall krass zu sehen, aber es sind also Grundlagenübungen, die hier verinnerlicht werden. Und hier ist es dann eben der Feindangriff. Die müssen dann gewisse Prozederes haben, wo sie genau wissen, was der ein oder andere macht. Ein Weg, den sie gehen müssen, und das müssen die hier verinnerlichen und im Schlaf im Prinzip können. Und das sieht schon ziemlich beeindruckend aus, wenn das so eine kleine Gruppe hier taktisch operiert. Super krass. Ich wünschte, ihr könntet es sehen, aber das geht natürlich nicht, ist klar. Wir haben hier wesentlich mehr Feuchtigkeit. Die Leute schwitzen halt schon beim Aufstehen und das geht natürlich im Wald dann weiter. Und wir haben halt nicht die Möglichkeiten, nach links oder rechts wegzubrechen, und genau deswegen trainieren wir hier. Wir haben jetzt ein paar taktische Sachen gemacht, Ausweichschießen nach unseren Prinzipien. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten. Das Team musste sich erstmal ein bisschen finden und jetzt hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbildungsgruppe. Mhm. Ich merke, dass wir viele dabei haben, die es auch schon mal gemacht haben. Mhm. Aber wie alles beim Bund oder überall im Leben, es lebt halt von der Wiederholung. Das ist klar. Deswegen muss es halt durchgespielt werden. Und jetzt dann nachher, nach dem Mittag, gehen wir dann in den Dschungel rein, machen das Ganze im Dschungel. Mhm. Hier nochmal die Basics zu legen, machen wir es hier. Mhm. Sah geil aus auf jeden Fall. Eine Dschungelpatrouille, und die Jungs wissen jetzt, dass gleich irgendwann der Pfiff kommt, das heißt Feind von vorne, und dann müssen sie ihre Abläufe ganz genau abspulen, kommunizieren miteinander, und dann muss das Notfallszenario abgespielt werden, und das muss man üben. Ich komme jetzt von der taktischen Ausbildung zurück. Die Jungs machen das immer und immer und immer und immer wieder, bis es in Fleisch und Blut übergeht, damit diese wichtigen, lebensnotwendigen Abläufe einfach perfekt sitzen. Das ist auf jeden Fall krass, und das alles bei, jetzt haben wir, Alter, 36 Grad. Ich merke das auch, das geht ganz schön in die Pumpe. Aber es war beeindruckend zu sehen, wie professionell solche Teams zusammenarbeiten. Jetzt gerade den Ausbildungsabschnitt Patrouille im Dschungel. Schwerpunkt jetzt gerade an der Station Hinterhalt für den Feind legen. Der Dschungel hat uns mal wieder gezeigt, wie dicht er ist und wie fordernd es sein kann, sich einerseits dort durchzuwühlen, andererseits zu verstecken. Das ist für uns kein tägliches Geschäft, das ist klar. Unser hauptsächliches Geschäft ist natürlich vermelden, aber der militärische Teil gehört auch immer dazu, wird auch immer mehrfach im Jahr wiederholt. Und ist ein wichtiger Bestandteil des Soldatseins. Heute der erste Ausbildungstag, full equipped, also mit Chestrick, mit Primär- und Sekundärwaffe. Ich bin sehr zufrieden, also die Jungs haben das wirklich super schnell umgesetzt. Und auch wenn wir jetzt nur Unterstützer sind, wir müssen natürlich trotzdem wissen, wie die Kameraden dann reagieren, sodass wir entsprechend dann auch mitlaufen können. Wachen wieder hoch in die Waffenkiste, nachbereiten, duschen, Gesicht sauber machen. Mal nachbereiten. So Leute, heute taktische Ausbildung. Die Kamera war nicht dabei, weil es natürlich unsere eigenen Verfahren sind, die wir nicht preisgeben wollen. Ja, jetzt wird noch ein bisschen nachbereitet. Das heißt, Ausrüstung nachbereiten, ein bisschen waschen, und dann gibt es Essen, und dann ist der Tag für heute gelaufen. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram und folgt einfach dem Ganzen. Oh, Alter, die scheiß Fische beißen ein, das ist super gemein. Robert gibt alles, sehr gut.